Nach einer recht langen Durststrecke ohne Füße nach vorne fahren, habe ich jetzt da schon für dieses Jahr die zweite Runde Probefahrt mit Füße nach vorne. Und zwar bin ich mal wieder bei Harley, aber da bei einer Kategorie, würde ich mal sagen, die ich bei Harley bis jetzt immer ausgelassen habe, nämlich bei den Sportstern. Und zwar Sportster S. Ja, wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge und zu einer neuen Harley-Probefahrt. Ja, Sportster S. Das waren ja eigentlich, also die Sportster waren für mich immer so Modelle, die ich bei Harley links liegen gelassen habe. Und nur kurz vorab, irgendwie habe ich so das Gefühl, bei dem, was ich heute so erzählen könnte, werden mich einige eingefleischte Harley-Fahrer wohl steinigen wollen. Aber egal. Wie gesagt, Sportster waren für mich immer so Sachen, die habe ich eigentlich gerne ausgelassen. War für mich nicht so richtig Harley, weil ja, wenn Harley, das war für mich dicker, fetter Zweizylinder vom Motor her und halt auch die Bikes relativ massig, während die Sportster ja immer schon eher so schmal sind. Tank schon so schmal, das mag ich eigentlich nicht so. Und auch die Motoren halt 900 oder 1200 Kubik, weiß nicht. Jetzt hatte aber Harley ja den neuen Motor rausgebracht, den sie auch in der Panamerika verbaut haben. Und der hat mir ja schon richtig Spaß gemacht. 1250 Kubik, da ging doch einiges. Und jetzt kamen sie dann um die Ecke hier mit der Sportster S, mit genau dem Motor von der Panamerika drin sozusagen. In so einem Teil, Füße nach vorne, wo ich ja schon immer mal so meinen Spaß dran habe. Ich sage ja immer, das erinnert mich so ein bisschen ans Kartfahren. Ja? Man hängt so schön tief mit dem Arsch über dem Boden, Füße nach vorne und relativ geduckt. Da braucht man immer gar nicht so schnell fahren und kommt sich schon vor, als würde man fliegen. Mir macht das immer echt einen Haufen Gaudi auf diesen Teilen. Und ja, jetzt wie gesagt, den 1200er Motor hier drin in einer Sportster, die auch, ich meine, sie hat für mich immer noch das Problem mit dem zu schmalen Tank. Ich hätte da gerne so ein bisschen was Bauchiges, bisschen Ausladenderes. Und wenn ich hier sehe, Tankanzeige ist voll und er sagt mir 160 Kilometer Reichweite. Das ist jetzt auch nicht so ganz das, auf was ich aus bin. Aber rein vom Fahren her, wie gesagt, so die Sitzposition, das hat für mich schon immer mal was. Und man sieht ja hier, man kann da auch immer schon ein bisschen durch die Kurven fliegen mit so einem Ding. Aber es kommt einem immer noch mal eine ganze Ecke flotter vor irgendwie. Und man kann bisschen gemütlicher fahren. Ich meine jetzt hier so die engen Ecken, da bin ich natürlich mit meinem kleinen Fahrrädchen schon ein bisschen flotter um die Ecken rum, aber auch eine Gaudi irgendwie. Ja, und der Motor war für mich auch erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine negative Überraschung, wo ich losgefahren bin. Da dachte ich erst, den hatte ich aber anders in Erinnerung von der Panamerika. Warum zuckelten der so rum, bis ich gesehen habe, es war noch der Rain-Modus eingeschaltet. Und jetzt da dann mal auf den Sport-Modus umgeschaltet. Und ja, da geht es wieder so, wie ich das von der Panamerika in Erinnerung hatte. Also der macht mir echt Spaß. Und das jetzt in dieser Kombination mit der Sitzhaltung. Es ist schon eine Gaudi. Also, ich weiß nicht. Also, ich meine, viele sagen ja, oh, es geht gar nicht mit so einem Cruiser und Dings und sowas. Aber wie gesagt, ich finde das lustig. Es gibt allerdings einige Sachen, wo ich sagen muss, da passt es hier für mich nicht ganz so. Wobei es alles bisher Sachen sind, wo ich sage, das sind einfach nur Einstellungssachen, die noch ein bisschen geändert werden können. Das eine,
Deswegen war jetzt auch gerade dieses schöne Geräusch. Der Schalthebel sitzt für mich zu weit hochgehoben schon. Da muss ich halt zu sehr den Fuß drüber hieven, um dann runterschalten zu können. Und umgekehrt beim Hochschalten muss ich zu weit den Fuß anlupfen, hochziehen, um wirklich zu schalten. Kleinigkeit, den Hebel mal ein Stück weiter nach vorne zu stellen. Ähnliche Sache, ähnlich geht es mir hier mit dem Kupplungshebel, der steht mir auch zu weit oben. Der finde ich, der müsste halt so gerade im Fluchtwinkel sozusagen von der Hand sein. Aber auch Kleinigkeit, einmal abschrauben und dann kann man sich das schön passend stellen. Sitzhaltung, ich sage es ja immer wieder, so zwischendurch ist das mal ein echtes Späßchen. Halt auch mal Füße nach vorne fahren. Und ich würde mal sagen, hier haben wir jetzt wieder so die klassische Klappmesserhaltung, die ich mal auf meiner Mean Streak hatte, da in Extremform, weil die ja auch noch umgebaut war und einen extrem breiten Lenker hatte. Das heißt, da bin ich wirklich so komplett nach vorne gebeugt gewesen, um an die Enden vom Lenker dran zu kommen. Hier ist es aber auch schon relativ so, dass ich halt nach vorne gebeugt da sitze, aber jetzt halt nicht wie bei meiner nach vorne gebeugt und auf die Hände gelehnt, sondern nach vorne gebeugt, um an die Griffe zu kommen. Aber die Hände hängen halt relativ locker hier durch. Ist bestimmt auch was, wo man noch gucken muss, ob einem die Haltung passt. Also da könnte ich vorstellen mir, dass es ein bisschen in anderer Lenker noch, ein bisschen höher vielleicht oder irgendwas, dass man halt bisschen mehr gerade kommt. Also da ist jetzt eine ganz andere Sitzposition wie zum Beispiel Super Chief, was ich jetzt gefahren war, ne? Wo man halt so richtig sofamäßig gerade drauf sitzt. Stichwort Sofa. Sitz ist jetzt so eine Mischung sozusagen. Wir haben auch dieses relativ die große Sitzfläche. Er ist straff, aber nicht ganz so straff wie bei den anderen Bikes, die ich bis jetzt so gefahren bin in letzter Zeit, die ja alle richtig straff hatten, aber halt auch nicht, was man hier auf so einem Cruiser immer erwartet, in Anführungszeichen, so ein weiches Teil. Also irgendwo in der goldenen Mitte. Und eine Sache, die mir natürlich gefällt auch, ist, wir haben Füße nach vorne mit Fußrasten und nicht mit Trittbrettern. Das finde ich, macht hier auch schon wieder ein bisschen von der Gaudi aus. Und ansonsten von dem Motor, wie gesagt, der ist wirklich so spaßig, wie ich ihn von der Panamerika in Erinnerung hatte. Also da komme ich leicht drüber weg, dass es halt nicht so der typische dicke, fette, großvolumige Harley-Motor ist, weil der marschiert dafür hier los wie nicht recht gescheit. Das ist so geil. Echt. Und das setzt er halt in so einem Teil und nicht halt diese ja, Touring Adventure Bike, wo man es ja eigentlich erwartet. Nein, hier so ein gemütlicher Cruiser, der hier wirklich mal losschießt, wie nicht recht gescheit. Ich finde es sehr spaßig. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ihr seht schon, ich habe heute mal meine übliche Probefahrtenrunde ein bisschen umgebaut und bin mal hier in meine übliche Kurvenrunde gegangen. Und da habt ihr eben vielleicht schon auch ein leichtes Zucken von mir mitgekriegt, weil ich nämlich mir den Hacken einmal auf den Boden aufgesetzt habe. Also nicht wie bei den anderen gerne vorne mit der Schuhspitze, sondern hier ist es die Hacke, die eben auch schon wieder aufgesetzt hat. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier für so eine kurvige Strecke doch ziemlich gut dabei, würde ich mal sagen. Also, das ist jetzt wirklich ein Sportster, würde ich mal sagen. Okay, jetzt ja hier sehr nah, da schleift der Fuß komplett auf den Boden hinten mit der Hacke. Aber vollkommen ausreichend. Und ich sag's ja gerne auch nochmal, dieses Späßchen mit dem Hintern so nah über dem Boden zu sitzen beim Fahren, ist wirklich, weiß nicht, ich finde das immer lustig. Ja, und damit sind wir ja jetzt auch an meiner neuen Lieblingsstelle, um uns
das gute Stück mal von außen anzugucken und dann machen wir das auch gleich mal. So, und da haben wir das gute Stück von außen. Da muss ich ja mal dazu sagen, das war jetzt da wirklich mal eine Neuvorstellung, wo ich gesagt habe, da habe ich am wenigsten dran auszusetzen. Normalerweise habe ich ja bei Harley immer, dass ich sage, oh, das nicht und dies nicht und jenes nicht. Ich meine, generell gibt es immer noch Sachen, die mir vom Typus her nicht passen, aber rein so von der Optik fand ich, war das jetzt wirklich das Modell, wo ich am wenigsten dran rumzumeckern hatte. Wahrscheinlich hat man sich an bestimmte Sachen einfach schon gewöhnt, wie zum Beispiel den Scheinwerfer. Das hat man ja damals bei der Fat Bob, Fat Boy schon. Damals war es ein bisschen ein Schock. Jetzt finde ich, passt es eigentlich ganz gut. Lustig finde ich hier bei der diesen dicken Vorderreifen. Das hat schon was. Ist schon irgendwie lustig. Das haben manche auf dem Hinterreifen. Das steckt hier vorne drauf. Ich weiß gar nicht, was ist das? Ist jetzt gerade natürlich hinter der Dings. 160 dürften das sein. Also ist schon eine Brumme. Was haben wir hinten drauf? 180. Also hintere ist nicht viel breiter wie der vordere. Aber finde ich lustig. Kurzes Heck. Seitlicher Kennzeichenhalter. Sieht schon geschmeidig aus. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen, ja, wo ich hin und her gerissen bin, ist mit dem Auspuff hier nebendran. Ich meine, Auspuff an sich gut, aber dann halt hier diese Abdeckung da drüben. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich, wenn man drauf sitzt, ist einem das egal. Es hält einem den Arsch ein bisschen kühl. Die Sturzbügel würde ich jetzt einfach mal ignorieren. Die sind natürlich dran geschraubt. Jetzt hier an dem Vorführer, damit nichts passiert, kann man ja für sich dann selber weglassen. Aber ansonsten, das ist mal eine Sportster, die würde ich auch fahren. Auch wenn mir, ja, wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich so habe, ist der Tank halt. Ich meine, der sieht jetzt zwar auch schon so von der Seite eigentlich gar nicht so winzig aus, aber so von der Richtung, der dürfte einfach noch ein bisschen bulliger sein für mich. Sonst aber echt geschmeidig und rein fahrtechnisch auch eine Gaudi. Also rein vom Antrieb her ist das Ding einfach der Knaller hier. Diese Kombination, ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Sehr lustig. Was mir beim Fahren so ein bisschen aufgefallen ist, lustigerweise hauptsächlich am Anfang, wo ich losgefahren bin, jetzt da so gar nicht mehr so übermäßig, dass so gerade beim Langsamfahren, wenn man anfängt, sag ich mal, einzuknicken in der Richtung, dass halt wirklich der Lenker in dem Moment, wo er aus der Mitte rauskommt, wirklich von sich aus sozusagen zur Seite weg will und man muss dann wirklich so ein Stückchen dagegen halten. Das ist halt wahrscheinlich jetzt nochmal so der krasse Umstieg wieder zu so einem relativ langen Radstand, würde ich mal sagen. Da würde ich es zumindest jetzt drauf zurückführen, aber es ist schnell vergessen gewesen und wie gesagt, hier die Fahrerei finde ich echt lustig. Tja, und ich befinde mich auf dem Rückweg und damit wird es auch schon Zeit für meine Bewertung. Kurz noch vorher, Spiegel ist ja auch immer so mein Ding, ist hier auch wieder herrlich. Mein Lenkerendenspiegel schön außen, deswegen habe ich das ja bei mir auch gemacht. Das geht schön an einem vorbei. Wunderbar. So, Bewertung. Starten wir wie immer mit dem Badass-Faktor. Und das gefällt mir eigentlich richtig gut. Wie gesagt, es gibt zwei Kleinigkeiten. Ich hätte halt gerne einen dickeren Tank, um das so brachial aussehen zu lassen. Diese komische Abdeckung über dem Auspuff finde ich ein bisschen komisch. Aber an sich steht das Ding schon sehr geil da. Und vor allen Dingen, ich setze das ja immer in Relation für eine Sportster und was ich so in Sportster in Erinnerung habe, sieht das Ding schon richtig brachial aus, finde ich. Also das macht wirklich Spaß. Ich bin hin und her gerissen zwischen einer 4 und einer 5 an der Stelle.
Ich hatte ja auch schon gesagt, es ist die Harley, die in letzter Zeit vorgestellt worden ist, an der ich so am wenigsten jetzt was auszusetzen hätte, wo ich wirklich sagen würde, so wie sie da steht, kann ich locker fahren, ohne dass ich jetzt da wirklich partout den Trieb dazu hätte, was auszuwechseln. Ich glaube, ich traue mich mal und gebe ihr die 5 Punkte. Knapp, aber ich gebe sie mal. Der Chill-Faktor ist hier gut. Ich habe mal gut gesagt. Er ist auf jeden Fall definitiv über der Mitte. Jeder, der jetzt erwartet, so Crusoe, so ein gemütliches Teil, finde ich nicht ganz. Also, ich denke mal, es ist jetzt bei der Fahrerei die ganze Zeit schon so ein Stück weit rübergekommen. Oh, das reizt, das Teil. Also hier wirklich das in dem Rahmen mal fliegen zu lassen, oh, das macht so Spaß, dass das schon, ja, ein bisschen gefährlich ist bei dem Ding. Nichtsdestotrotz kann man die natürlich auch richtig gemütlich fahren. Mit der Sitzhaltung bin ich, wie gesagt, da denke ich mal, wäre es auch eher noch ein kleinen Ticken in höherer Lenker oder beziehungsweise Lenkererhöhung, keine Ahnung. Würde da, glaube ich, noch für etwas mehr Gemütlichkeit sorgen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Chill-Faktor würde ich ihr 4 Punkte geben. Beim Bums ist sie bei mir auch sehr gut dabei, würde ich mal sagen. Hier haben wir jetzt halt zwar eigentlich einen kleineren Motor. Ich habe gar keine Ahnung, was jetzt wirklich die technischen Daten sind. Die blende ich euch ja dann wieder ein. Aber hier haben wir halt auch nicht so ein Riesengewicht wie bei den Fat Bob, Fat Boy und sowas. Die sind ja nochmal eine Ecke härter. Das heißt, hier muss nicht so viel kompensiert werden. Und der Motor, wie gesagt, der hat mir ja schon bei der Panamerika Spaß gemacht. Der schiebt hier auch so richtig geil durch die Gegend. Also da geht es schon fast auf die 5 zu, aber da halte ich mich dann doch mal zurück, zumal ich schon einmal zugunsten in die obere Richtung entschieden habe. Da bleibe ich dann doch mal bei der 4, aber das ist, ach, Späßchen, das ist, schiebt richtig geil bei dem Teil. Beim Charakter, da sind wir jetzt da wieder an dem Punkt, wo ich froh bin, dass ich nicht geguckt habe, was ich bei der Panamerika vergeben habe, weil... Und sozusagen das unterstreicht mein, die Subjektivität von meinen Berichten und meinen Einschätzungen immer. Momentaufnahme. Und für mich ist das jetzt so, er hat diesen üblichen Charakter, Zweizylinder, was ich halt suche, aber er hat halt nicht irgendwie sowas Markantes. Das ist jetzt wirklich ein Triebwerk, das einfach läuft. Jetzt hier auch, keine Ahnung, 4. Gang, 70, ja, 3000 Umdrehungen sind wir ungefähr und das gleitet einfach so dahin. Wenn ich jetzt hier ziehen würde, schiebt er los wie nicht recht gescheit. Aber das sind halt wirklich jetzt nichts Markantes. Das ist einfach, das läuft wie geschmiert, ist schon geil, aber halt nicht, was ich so als Charakter immer bezeichnet habe, gesucht habe und bestimmt weit weg von den typischen Harley-Potato-Potato-Motoren, würde ich mal sagen. Von daher gibt es bei mir die goldene Mitte, die 3. Zu guter Letzt noch der Sound. Und da muss ich jetzt wieder gestehen, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwas anderes verbaut worden ist, habe ich nicht gefragt. Macht mir aber auch nicht den Eindruck, als ob es jetzt irgendwas Aufgemöbeltes wäre. Wir haben auch nicht irgendwo ein Knöpfchen für Klappensteuerung. Also gehe ich mal davon aus, dass es wirklich die Serienausstattung ist. Ist, wie gesagt, nicht aufdringlich, ist nicht übermäßig laut, hat aber trotzdem schon für mich so einen typisch kernigen Sound, macht Spaß. Liegt bei mir irgendwo zwischen 3 und 4, würde ich mal sagen. Ich würde dann aber bei der 3 auch bleiben.
So eine Sache, die ich noch gar nicht gewürdigt hatte, ist ja wieder das Instrument hier. Ähnlich wie schon bei der Indian Super Chief, Rundinstrument, aber vollkommen digital. Ich muss gestehen, ich habe jetzt da nicht angefangen, hier drin rumzuspielen, was da alles mit möglich ist. Ich habe nur am Anfang gehört, Handy koppeln und sowas sollte gehen, solche Spirenzchen, aber für mich halt wichtig hier schön der Drehzahlmesser als gedachtes Zeigerinstrument, Geschwindigkeitsanzeige einfach als Zahl, das finde ich eigentlich recht praktisch. Und ansonsten alles, was man so hat und halt einfach schlicht und ergreifend so ein kleines Rundinstrument passt hier vollkommen ins Bild. Ansonsten muss ich ja sagen, hätten die beiden Füße nach vorne Modelle, die ich jetzt da in relativ kurzem Abstand gefahren habe, ja nicht unterschiedlicher sein können. Die Super Chief mit den Trittbrettern und dem riesengroßvolumigen Motor. Die Sportster S hier mit dem neumodischen Panamerika Triebwerk sozusagen und Fußrasten für mich ja kleiner Vorteil. Sitzhaltung auch komplett unterschiedlich. Wie gesagt, hier eher so das Klappmesser, auf dem anderen das Wohnzimmersofa. Beides hat für mich was, beides hat für mich einen Haufen Gaudi gemacht, wobei ich schon sagen muss, da bin ich hier halt eher noch an der Ecke dran, was ich so mag. Man hat ja gesehen, man kann die auch relativ spritzig noch durch die Kurven scheuchen. Also natürlich nicht so weit wie jetzt meine Monster oder wie die FTR, die ich auch gefahren bin. Da hat man natürlich schon noch ein bisschen mehr Freiraum, aber das reicht vollkommen. Hier bei den Dingern, wie gesagt, die Sitzposition macht doch einiges aus bei dem Fahrgefühl und da braucht es gar nicht so viel Geschwindigkeit, bevor er schon sagt, boah, ich bin hier am Fliegen oder sowas. Also ist eher der Gesundheit zuträglich, würde ich mal sagen, wenn es nicht ganz so schnell geht. Von daher, ja, eine gelungene Probefahrt für mich. Ja, und damit bin ich auch leider schon wieder angekommen am Heimathafen von dem guten Stück. Es war mir wirklich eine Riesen-Gaudi. Also das Ding hat mir jetzt richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich kann mich wie üblich nur bedanken hier bei Harley-Davidson Fulda für die Probefahrt. Ja, und damit bleibt mir dann wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss.